Hallo und herzlich willkommen zur 7. Trainingswoche. Die Hälfte habe ich geschafft. Die zweite Hälfte liegt somit noch vor mir. In dieser Woche sind insgesamt 6 Läufe geplant. In Summe dann 100 Kilometer oder etwas mehr, wenn alles gut geht. Läuferisch und privat ist diese Woche recht voll, denn am Sonntag geht es in den Urlaub. Somit habe ich einen Tag weniger zum Laufen, deswegen gestern auch schon den ersten Lauf gemacht. Ein lockerer Lauf, knapp 9 Kilometer waren das, blende ich wieder mit ein. Und heute steht dann wie gewohnt am Dienstag der mittellange Lauf auf dem Plan. Und das Ganze dann wieder unterteilt in 2 Phasen. In der ersten befinde ich mich gerade 10 Kilometer in Herzfrequenzzone 2. Das klappt diesmal auch ganz gut. Also ich bin mit dem Puls noch im mittleren Bereich, nicht wie sonst am oberen Bereich der Zone. Das passt also. Und dann werden es nochmal 7-8 Kilometer, je nachdem, muss ich schauen, wo ich langlaufe, in Herzfrequenzzone 3. Genau, so sieht das aus. 9 Kilometer habe ich jetzt, also noch einer. Dann geht's in die nächste Phase. Ich habe jetzt rund 16 Kilometer hinter mir. Das läuft heute wirklich sehr gut. Ich bin überrascht. Hätte ich so nicht gedacht. Aber umso besser. Und deswegen bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich den Trainingsplan noch mal ein wenig anpasse für diese Woche und da doch irgendwie die 10 Kilometer oder vielleicht doch sogar den halben auf Zeit mit reinzuschieben. Gucke ich mir heute Abend nochmal an. Dann war es das auch für heute. Ich laufe jetzt hier noch rund 1,5 Kilometer nach Hause und morgen würde ich dann was dazu sagen, wie es weitergeht, wie ich mich entschieden habe. Mal schauen. Mittwoch, Lauf Nummer 3. Eigentlich wäre das heute ein Tempolauf geworden, aber wie gestern schon angekündigt, ich habe das Ganze nochmal umgeplant und habe mich jetzt entschieden, ich werde am Freitag nochmal den Halbmarathon laufen, das Ganze auf Zeit. Deswegen wird es heute eine rund 13 Kilometer lange Runde geben mit einer Geschwindigkeit von rund 5 Minuten 10. Auf den Kilometer, sowas in der Richtung. Mal schauen, wo ich dann tatsächlich landen werde. Und morgen gibt es dann nur eine lockere Runde. Die Strecke weiß ich noch nicht. Da muss ich noch schauen. Werden aber wahrscheinlich auch rund 12 Kilometer, sowas in der Richtung werden. Und dann werde ich das Ganze am Freitag nochmal probieren. Den Halbmarathon-Prognose liegt aktuell bei 1 Stunde 25:30. Das werde ich nicht anvisieren. Mein Ziel wird es sein, unter 1,27 zu bleiben. Somit schneller als beim letzten Mal, aber halt auch noch ein bisschen Luft, um mich nicht völlig fertig zu machen. Denn es sollen ja trotzdem 100 Kilometer werden in dieser Woche. Und ich denke, da muss ich es wirklich nicht übertreiben. Auch wenn es, glaube ich, schon ganz schön hart wird. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob es wirklich eine gute Idee ist. Aber jetzt habe ich es mir so in den Plan geschrieben. Das Wetter soll auch gut werden. Also gibt es keinen Weg zurück. Das wird jetzt durchgezogen. Und ja, bin ich gespannt, was das dann wirklich wird. Aber jetzt geht es hier erstmal noch weiter. Ich habe jetzt rund 6 Kilometer weg. Fehlt also noch ein bisschen was. Also werde ich jetzt hier noch die nächsten Kilometer laufen. So, die 13 Kilometer sind erledigt. Jetzt mache ich noch rund 1 Kilometer zum Auslaufen und dann geht es morgen mit dem nächsten lockeren Lauf weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich die Kamera mitnehme. Muss ich mal schauen. Ansonsten blende ich auch nur das Ergebnis wieder mit ein. So sieht's aus. War jetzt doch auch etwas frischer als gedacht. Mit kurzer Hose.
Aber ging. Sonne scheint ja, wie man sieht. Es ist soweit Freitag und ich versuche den Halbmarathon nochmal auf Zeit. Ja, zum heutigen Lauf, das Wetter passt, die Sonne scheint, wie man, denke ich, sehen kann. Ein bisschen Wind weht, aber nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Das sollte also passen. Ja, von der Zeit bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich werde da jetzt auch nicht zu viel riskieren und mich nicht völlig gegen die Wand laufen. Laut Running Index, der ist gestern nochmal nach oben gegangen, sagt die Prognose jetzt 1 Stunde 24. Das werde ich definitiv nicht angehen. Ich wäre schon mit allem, was so bei 1 Stunde 27 Minuten oder 26, wäre ich schon voll und ganz zufrieden. Und ich denke, das reicht auch. Genau. Warm gemacht habe ich mich soweit. Würde ich sagen, begebe ich mich auf die Strecke und werde mich zwischendurch dann ab und an mal melden. Ja, Kilometer 13 ist erledigt. Ich glaube, das wird heute recht schwierig. Bei der Halbzeitmarke war ich jetzt, glaube ich, so bei rund 44 Minuten. Mal schauen, ob ich die zweite Hälfte wieder etwas schneller hinbekomme. Aber das wird heute doch schon sehr hart. Reicht. So, das war dann der Halbmarathon. 1 Stunde 27,14 sind es jetzt geworden. Also eine gute Minute schneller als beim letzten Mal. Und zwischenzeitlich hatte ich nicht so das Gefühl, dass das was wird. Aber ja, die zweite Hälfte lief dann doch eigentlich ganz gut, besser als gedacht. Müsste dann auch wieder schneller gewesen sein als die erste Hälfte. Der Running Index lag bei 67. Fühlte sich also dann doch in Summe ganz gut an, der Lauf. Morgen werde ich das Ganze dann nochmal am Computer mir genau anschauen, wie die Zwischenzeiten so waren und so weiter und so fort. Jetzt mache ich hier noch rund 1-2 Kilometer ein bisschen locker, um mich auszulaufen. Und dann schaue ich mal, was ich morgen dann noch so mache, wie sich die Beinchen anfühlen. Mal schauen, was das wird. Samstag, der sechste Lauf und somit auch der letzte in dieser siebten Trainingswoche. Ich habe jetzt schon wieder fast den nächsten Halbmarathon in den Beinen. Bin jetzt bei rund 21 Kilometern und ich muss sagen, die letzten 4-5 Kilometer fielen dann doch schon etwas schwerer. Im Allgemeinen habe ich mich heute eigentlich ganz gut gefühlt nach dem schnellen Halbmarathon gestern. Also kein Muskelkater oder irgendwas. Klar, die Beine sind schwer, man ist nicht ganz so agil wie sonst. Und das merke ich jetzt, wie gesagt, auch auf den letzten 3-4 Kilometern schon deutlich. Aber dennoch werde ich den Lauf heute hier zu Ende bringen. 22,5 brauche ich, um die 100 voll zu machen. Und wie viel es dann wirklich geworden sind, blende ich jetzt mit ein. Ja, das war dann in Summe wirklich eine harte Woche, man merkt es deutlich. Somit habe ich mir nächste Woche den Urlaub und die Entlastungswoche wirklich verdient. Dann werde ich jetzt vielleicht mal noch einen kurzen Vergleich des Halbmarathons gestern und den ich vor, ich weiß gar nicht, 4 Wochen, 5 Wochen gemacht habe, dazwischen schieben. Ja, und hier habe ich die beiden Läufe, der letzte, also ja, knapp 5 Wochen her gewesen, auf der linken Seite
Damals 1 Stunde 28 und 39 Sekunden und gestern das Ganze mit 1 Stunde 27, 14. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dann gestern bei 4,07 gewesen. Den Lauf zuvor waren es 4 Minuten 11 Sekunden. Auch der Running Index ist da 2 Punkte nach oben gegangen. Dann schauen wir uns mal die Zwischenzeiten an. Ich habe ja jeweils zur Halbzeit die Runde genommen, um dann einfach mal zu schauen, wie die erste Hälfte lief und die zweite Hälfte. Hier sieht man auch, dass ich gestern die erste Hälfte mit rund 40 Sekunden weniger absolviert habe. Der Puls, ja, ein Schlag weniger pro Minute und auch die zweite Hälfte waren dann wieder rund 40 Sekunden schneller und auch ein Schlag weniger. Also in Summe ein gutes Ergebnis. Damit bin ich sehr zufrieden, gerade wenn man bedenkt, dass ich in dieser Woche insgesamt eine Laufleistung von 100 Kilometern absolviert habe und das beim letzten Mal ja noch deutlich weniger war und auch die Wochen zuvor deutlich weniger war. Deswegen ist hier auf jeden Fall eine Steigerung erkennbar. Ich bin zufrieden und hoffe, dass sich das Ganze auch weiterhin so positiv entwickelt. Und dann ist die 7. Trainingswoche auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und seid dann auch in Woche 8 wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.